Hier ist Politik in Brandenburg und zwar heute aus dem Kulturzentrum Das Haus in der Kastanienallee 21 in Niedergörsdorf im Ortsteil Altes Lager. Und wo ist es? In Teltow-Fleming. Ich bin Andreas Dorfmann, schön, dass Sie eingeschaltet haben in Brandenburg und in Berlin und natürlich auch bei YouTube. Heute heißt es hier vor Ort Klingbeil im Gespräch. Da liegt es natürlich nahe, dass wir mit Klingbeil auch sprechen. Dankeschön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende der SPD und natürlich Mitglied des Bundestages. Vielen Dank und sehr gerne. Bei Klingbeil im Gespräch geht es um die politische Lage und aktuelle Themen im Dialog. Das ist ganz wichtig. Dialog, ein Wort, was heute oftmals vergessen wird. Wir leben momentan in Zeiten von Spaltung und Verunsicherung. Wie wichtig ist deshalb genau eine derartige Veranstaltungsreihe vor Ort? Also für mich ist es sehr wichtig. Ich versuche das als Parteivorsitzender mehrere Male im Monat zu machen. Also ich bin, glaube ich, allein diese Woche bei 5 oder 6 Klingbeil im Gesprächformaten. Mache das in ganz Deutschland, mache das auch in meinem Wahlkreis und ich merke, dass das Bedürfnis zu reden, dass das wahnsinnig groß ist. Und übrigens so diese Veranstaltung, wo Politiker 90 Minuten eine Rede halten und dann beantwortet man noch 3 Fragen und dann geht man wieder, die sind vorbei, diese Zeiten. Die Leute wollen kritiklos werden, die haben Fragen, die haben Sorgen, die haben Nöte, die wollen, man streitet auch mal auf diesen Veranstaltungen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir diese Orte haben, wo wir miteinander reden können. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft sowieso viel zu wenig Orte, an denen wir überhaupt mal kritisch miteinander reden. Und dafür soll so eine Veranstaltung sein. Darum nehmen wir an, es war sehr böse Spaß. Nun gibt es ja hier in Brandenburg in diesem Jahr mehrere Wahlen. Die Europawahl steht vor der Tür, parallel die Kommunalwahlen und auch noch die Landtagswahl. Die SPD liegt nach der neuesten Insiderumfrage zur Landtagswahl für die Märkische Allgemeine Zeitung, die Oder-Zeitung und die Leipziger Rundschau in Brandenburg gleich auf mit der CDU bei 19%. Davor gab es schon mal eine Umfrage von Infratest DIMAP für den RBB. Da sah es noch anders aus. Da ging es da oben in der SPD mit 22%. Die AfD ist bei der Insiderumfrage mit 25% immer noch auf Platz 1. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen gehen Sie denn ganz persönlich in diese Wahlen, die wir in Deutschland und Europa haben? Naja, ich will gewinnen. Das ist das, was ich immer wieder anstrebe. Ich war ja Wahlkampfmanager von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl. Da hat uns das keiner zugetraut und da haben wir in den letzten Metern gezeigt, was wir können und haben die Bundestagswahl erfolgreich gewonnen. Und wenn ich hier nach Brandenburg gucke, dann bin ich fest davon überzeugt, dass Dietmar Woidke als jemand, der erfolgreich das Land führt, als jemand, der ein sehr starker Ministerpräsident ist, der liegt jetzt in Umfragen nicht vorne. Aber ich bin ziemlich sicher, je näher der Wahltag rückt und je mehr die Leute sich sehr konkret mit der Frage beschäftigen, wer soll eigentlich dieses tolle Bundesland repräsentieren und künftig regieren, dann werden viele sagen, ah, wir haben einen guten Ministerpräsidenten. Und ich bin mir sicher, das wird sich dann auch in den Umfragen widerspiegeln. Also da bin ich sehr klar, dass ich fest davon ausgehe, dass Dietmar Woidke hier in der Pole Position sein wird, dass er gewinnen wird und dass er auch der Ministerpräsident bleibt. Zugegebenermaßen bei der Europawahl müssen wir noch ein bisschen aufholen. Da sind wir gerade in Umfragen überhaupt nicht da, wo wir sein wollen. Aber deswegen sind wir alle jetzt auch unterwegs und kämpfen. Und es geht bei Europa ja auch was. Sie haben das Thema AfD angesprochen. Die haben sich aufgemacht, Europa kaputt zu machen. Das kostet jeden 4. Arbeitsplatz in Deutschland, wenn die Konzepte der AfD für Europa Realität werden sollten. Und das müssen wir den Leuten jetzt auch sehr klar sagen, worum es geht bei der Europawahl. Gucken wir doch mal auch eher in die Region, also Europa und auch das Kommunale. Also das Zusammenspiel Brandenburg in Europa, Europa für Brandenburg. Wie wichtig ist dann Brandenburg für Europa oder Europa für Brandenburg? Ich habe es ja gerade schon gesagt, jeder 4. Arbeitsplatz in Deutschland und damit auch hier in der Region hängt an Europa. Und ich kenne jetzt nur aus den Gesprächen mit Dietmar Woidke so die ganzen Entwicklungen, die auch in Brandenburg da sind. Immer mehr Industrie siedelt sich an, sichere Arbeitsplätze, die entstehen. Ja, das ist ja auch ein Turbo, der durch Europa kommt. Also ich glaube, dass Europa schon unser wichtigstes nationales Projekt auch ist und dass viel Kraft, die wir in Deutschland auch entwickeln, dass die mit Europa zu tun hat. Und deswegen würden wir uns selbst schaden und wir würden uns, also nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch, von den Arbeitsplätzen her, vom Wohlstand, vom Wachstum, von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der Sicherheit her, würden wir uns schaden, wenn es Europa nicht mehr gibt. Und deswegen ist diese Wahl bedeutend und da kommt die kommunale Ebene, auch die Kommunalwahl mit der Europawahl zusammen.
Und das merke ich natürlich auch, wenn ich mit den Kandidatinnen und Kandidaten gerade unterwegs bin, dass viele mit voller Überzeugung für die europäische Ebene kämpfen, aber natürlich auch für starke Mehrheiten dann vor Ort kämpfen. Wir müssen leider über die Gewalt gegen Politiker sprechen. Insgesamt nicht nur die Sprache, sondern dass tatsächlich jetzt Gewalt auch gegen Politiker angewandt wird. Wir haben es jetzt zweimal bei der SPD sehr deutlich erlebt. Es gibt noch mehr Vorfälle. Der Europaabgeordnete in Dresden oder auch Franziska Giffey in Berlin sind ja Opfer geworden. Die Grünen sind besonders oft betroffen. Das wissen aber auch die SPD und im Grunde alle Parteien. Auch die AfD ist davon betroffen. Woran liegt das? Wie verroht ist denn mittlerweile unsere Gesellschaft? Und warum ist das so? Also erstmal vorweg, egal von welcher Partei jemand angegriffen wird, das ist nicht akzeptabel. Das braucht eine harte Konsequenz und das braucht auch eine deutliche Antwort des Rechtsstaates. Und da ist auch für mich dann nicht relevant, in welcher Partei. Also wir haben jetzt am Wochenende bei mir in Niedersachsen, das ist ja mein Bundesland, gab es eine Abgeordnete der Grünen, die angegriffen wurde. Und das muss von allen demokratischen Kräften verurteilt werden und da müssen auch alle sehr klar sein. Es ist aber leider auch keine Entwicklung, die jetzt gerade erst angefangen hat. Also ich weiß, dass ich mich als Generalsekretär schon im Jahr 2019 mit Kommunalpolitikern getroffen habe, die zum Beispiel als Bürgermeister ihr Mandat niedergelegt hatten. Eine junge Frau, weiß ich noch, damals aus Sachsen-Anhalt, die in der Runde mit dabei war, die eine AfD-Veranstaltung kritisiert hatte und dann den nächsten Tag einen Galgen bei sich im Briefkasten gefunden hat. Also das war schon vor 5 Jahren der Fall, dass es das gab. Und das hat sich immer weiter zugespitzt. Und natürlich hat es auch damit zu tun, wie die AfD, und die muss man einfach nennen in dem Zusammenhang, auch wie die zum Beispiel über andere politische Kräfte redet. Ja, dass man auf einmal sagt, wir werden sie jagen. Oder die ganzen Parolen, die man hört, wie auch gegen Minderheiten dann auch ja, im Netz quasi mobilisiert wird, wie Sprache immer schlimmer wird. Und irgendwann wird aus dieser Sprache dann eine Tat. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen häufig gesehen. Ich bin fest überzeugt, dass über 90-95% der Menschen das nicht wollen. Aber die müssen jetzt laut werden und die müssen aufstehen. Und die müssen sich auch schützen, übrigens nicht nur vor Politiker, da geht es auch um Feuerwehrleute, da geht es um Polizisten, da geht es um Rettungskräfte, da geht es um Menschen, die in den Jugendmigrationsdiensten, in den Kirchen aktiv sind. Alle die können gerade erzählen davon, dass sie auch bedroht werden. Und da brauchen wir Antworten drauf. Da müssen die Vernünftigen in der Gesellschaft lauter sein. Da muss aber auch geguckt werden, wie kann man die, die solche Taten jetzt üben und ausführen, wie kann man die sofort auch dingfest machen und wie kann man sie auch konsequent bestrafen? Vielleicht noch zum Schluss die Frage, der Verfassungsschutz Brandenburg hat ja die AfD schon länger auf dem Kieker, seit 2020 gilt sie als rechtsextremer Verdachtsfall, so wird sie eingestuft. Sie selbst sagt natürlich, das stimmt alles gar nicht. Wie gehen Sie, also die SPD als Partei, Bundespartei oder überhaupt die SPD als Partei, aber auch Sie persönlich mit der AfD um, verbunden mit der Frage natürlich, AfD-Verbotsverfahren, ist das sinnvoll? Ob ein Verfahren eingeleitet wird und ob es sinnvoll ist, das entscheide nicht ich als SPD-Vorsitzender. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt sage, das ist eine politische Entscheidung, wie ich mich damit fühle oder wie ich mir das wünsche. Unsere Verfassung muss sich schützen können und dafür gibt es Instrumente. Und eines ist ein Verbotsverfahren. Und ob das kommt, das entscheiden jetzt Expertinnen und Experten, die es in den Sicherheitsorganen gibt, die zum Beispiel im Verfassungsschutz dann auch Material auswerten, die die Partei sichten, die dann auch uns in der Politik Dinge vorschlagen. Und wir haben jetzt gerade auch mit dem Gerichtsurteil aus Münster gesehen, dass dass der Verfassungsschutz sehr wertvolle Arbeit leistet und dass man sehr genau aufdeckt, welche antidemokratischen Züge und welche verfassungsfeindlichen Züge es auch in der AfD gibt. Und da muss jetzt weiter gesammelt werden und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo man uns in der Politik was vorschlägt und dann muss auch konsequent entschieden werden. Aber solange es diese Prüfung gibt, ist es meine Aufgabe als Politiker, die AfD politisch zu bekämpfen. Und das tue ich jeden Tag, indem ich unterwegs bin, auch dafür werbe, dass Demokratinnen und Demokraten lauter werden und auch diesen Menschen, die unser Land ja kaputt machen wollen. Und wo ich sogar so weit gehe, dass ich finde, die machen eine Politik gegen Deutschland und die hassen dieses Land, dass man dafür sorgt, dass die keine Stimme zu viel bei den Wahlen kriegen. Dafür müssen wir alle kämpfen. Herr Klingbeil, ich sage herzlichen Dank und Ihnen eine sehr gute Veranstaltung. In Brandenburg sind Sie unterwegs, in ganz Deutschland sind Sie unterwegs, heute hier in Teltow-Fleming. Die Menschen werden wahrscheinlich auch viele, viele Fragen stellen, so wie Sie es gesagt haben. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Danke.
Das erste Interview mit Lars Klingbeil haben wir vor der Veranstaltung geführt. Und jetzt darf ich mit Erik Stohn über diese Veranstaltung sprechen. Erik Stohn, direkt gewählter SPD-Landtagsabgeordneter für Luckenwalde, Jüterbock, das Amt Dahme-Mark und die Gemeinde Niedergörsdorf. Genau. Da sind wir gerade. Da sind wir gerade. Also das ist alles Heimat für Sie. Genau. Waren Sie zufrieden mit dieser Veranstaltung? Ich fand, das ist eine gute Diskussion. Das ist mir auch wichtig, dass wir miteinander im Gespräch sind. Und es sind ja viele soziale Themen auch auf den Tisch gekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Denn das ist uns ein bisschen aus der Hand geglitten, glaube ich, dass wir miteinander reden, den Austausch machen. Und deswegen biete ich auch viele Gespräche an. Und da ist natürlich Lars Klingbeil als Gast ein Highlight. Es gab auch sehr viele kritische Fragen. Also da ist man wirklich auch richtig an Sie und auch an Herrn Klingbeil rangegangen. Wie ist das denn? Also ich meine, das ist ja Heimatgebiet. Da weiß man, ein Heimatgebiet, da ist ja auch so ein gewisser Wohlfühlfaktor mit dabei. Aber es wurden dennoch diese ganz harten Fragen gestellt. Da geht es zum Beispiel um die Energie. Der Krieg hat eine ganz große Rolle gespielt, also Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beispiel. Das war ein riesengroßes Thema, es gab auch noch ein paar andere. Wie haben Sie das empfunden? Leider sind ja die Fragen, die mir auch tagtäglich auf dem Marktplatz am Bürgerinfostand begegne. Und natürlich, wir sehen die Kriege dieser Welt, gerade in den Nachrichten. Wir hatten jetzt wirklich eine sehr segens- und friedensreiche Zeit in Mitteleuropa und auf einmal 2 Stunden vor uns findet ein harter Krieg statt, der natürlich Auswirkungen auf uns hat. Was die Energiepreise angeht, was die Lebensmittelpreise angeht, eine steigende Anzahl von Menschen zu uns kommen, weil sie einfach vor Tod und Terror fliehen. Es gibt ja ein anderes Thema, das hatten wir schon mal besprochen und das ist immer noch da, das kommt auch immer wieder, nämlich die Dörfer, die regionalen Unterschiede sind ja da in Brandenburg. Wir haben die Landeshauptstadt Potsdam oder Cottbus oder Frankfurt an der Oder. Aber es gibt eben halt auch kleine Dörfer oder kleinere Städte. Da gibt es nach wie vor, ja, man muss schon fast sagen, das Sterben dieser Dörfer oder Städte. Die Postämter machen dicht, die Sparkassenfiliale macht dicht, Ärzte verschwinden, Krankenhäuser in der Nähe müssen teilweise auch dicht machen, oder es wird darüber diskutiert. Die Verkehrsverbindungen sind relativ schlecht, teilweise mit 1 Stunde Wartezeit, bis der nächste Bus kommt. Da müssen wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil wir das ja ein paar Mal besprochen haben und auch das hier ein Thema war. Was hat die SPD da vor? Naja, also Herr Dorfmann, 1 Stunde Wartezeit, für manche Dörfer kommt halt der Bus 2-mal am Tag, ne, weil der Schulbus da lang fährt. Also das sind ja die Realitäten in Regionen, wo wenig Menschen leben. Aber Brandenburg ist viel ländlicher Raum und das haben wir ja im Blick. Und wir hatten es auch in der Diskussion an das Thema erneuerbaren Energien, wo wir ansetzen müssen. Hier stehen die Windräder, aber die Kommunen müssen etwas davon haben, die Menschen müssen etwas davon haben. Entweder indem die Unternehmen dann Abgaben leisten, damit die Gemeinden, Kitas oder Feuerwehren, Dorfgemeinschaftshäuser davon bauen können. Oder eben, dass die Menschen direkt was davon haben, dass sie günstige Strompreise haben. Dafür setzen wir uns unter anderem ein. Dann gibt es das Thema, dass wir die Dörfer miteinander verbinden, auch wenn wenig Verkehr ist, dass man vielleicht ein Rufbussystem einführt und die Hauptachsen mit diesem sogenannten Plusbussystem, also einmal die Stunde verlässlich, 7 Tage die Woche ausstattet. Das ist ein Thema, für das ich mich sehr stark mache, was wir als Landesregierung vorangebracht haben. Krankenhäuser, ganz wichtiges Thema. Wir sagen in Brandenburg, hey, wir haben die Strukturreformen doch schon hinter uns. Wir haben doch schon erheblich Kapazitäten abgebaut. Und hier sind Entfernungen. Und dann braucht es einfach eine schnelle Versorgung. Klar, Spezialisierung ist gut, aber am Ende muss im Notfall auch ein Krankenhaus erreichbar sein. Das Krankenhaus muss erreichbar sein. Viele andere Dinge müssen auch erreichbar sein. Zum Beispiel auch die Politikerinnen und Politiker. Und deswegen sind diese Veranstaltungen sehr, sehr wichtig. Jetzt sind wir in der Wahlperiode. Demnächst wird gewählt, sowohl das Europaparlament am 9. Juli und auch die Kommunalwahlen in Brandenburg. Dann geht es nochmal bis zum 22. September, dann sehr, sehr wichtiger Termin, die Landtagswahlen hier in Brandenburg. Nun gibt es immer wieder Menschen, und das hörte man auch hier, die sagen, die Politik ist immer dann da, wenn es ums Wählen geht.
Aber danach ist sie eigentlich verschwunden. Was sagen Sie denn zu diesen Argumenten von den Menschen? Na, dem widerspreche ich ganz eindeutig. Also ich meine, wir als Politiker, wir arbeiten auch in der Woche. Es gibt viele Abstimmungsrunden, Vorbereitungsrunden und dann alle vier Wochen treffen wir uns halt im Parlament. Das sieht man dann im Fernsehen. Aber davor ist ja eine ganze Menge Arbeit in Potsdam. Aber auch die andere Hälfte findet hier statt. Vor Ort sein, unterwegs sein, Bürgersprechstunden anbieten und dann die Dinge auch aufnehmen, die da sind und versuchen, Lösungen herbeizuführen. Das ist ganz unterschiedlich, ob da irgendwie im ländlichen Raum für ein Unternehmen eine Halle nicht gebaut werden kann, weil es da irgendwie Nicklichkeiten gibt, ob das irgendwie ein Behördenbescheid ist, den ich nicht verstehe. All das kommen Menschen auf mich zu und ich versuche da zu helfen. Da ist natürlich meine juristische Ausbildung auch ein bisschen von Hilfe, ist klar. Aber klar, und ich nutze natürlich auch, weil irgendwann der Vorwurf wird mit den Parteien und so weiter, nur die SPD ist für mich auch ein Netzwerk des Wissens. Wir sind so viele Menschen mit unterschiedlichen Professionen. Ich finde immer einen, der mir Antwort geben kann auf eine total komplizierte Frage. Ein Thema kam fast zum Schluss, aber war dann noch mal ein ziemlich großes Thema hier, nämlich die Energieversorgung. Da geht es natürlich auch um das, was da in der Landschaft entsteht. Möchte man das nicht? Wie sicher ist die Energieversorgung? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt. Das ist mir eben aufgefallen bei der Diskussion. Was sagen Sie den Menschen, die zum Beispiel Angst haben, dass die Energie irgendwann nicht mehr ausreicht? Also ist es ja so, dass Brandenburg mit den erneuerbaren Energien, die wir haben, Berlin mitversorgen kann. Und wir haben doch mittlerweile auch Industrieansiedlungen, die ganz klar sagen, wir setzen auf Nachhaltigkeit, wir kommen dahin, wo es erneuerbare Energien gibt. Das ist nicht nur Tesla, das sind jetzt auch zum Beispiel irgendwelche großen Servereinheiten oder Batterieproduktionen oder auch ganz andere Industrieansiedlungen, die das mit zum Kriterium machen. Und wenn die Energieleitungen einfach nicht gebaut wurden in den Süden, dann ist es doch ein Standortargument für uns jetzt, dass wir die erneuerbaren Energien haben. Aber was ich auch sage, klar ist, die Menschen, die hier leben und das Windrad vor der Nase haben, müssen auch davon profitieren. Entweder durch günstigen Strom oder dass die Kommune was davon hat, damit Straßen, Wege, Kitas und so weiter gebaut werden können. Dass das Windrad vielleicht den einen oder anderen stört und sagt, das verschandelt die Landschaft, das ist das eine. Die andere Geschichte sind natürlich, und das kam ja hier auch zum Tragen, die Kosten. Viele Menschen haben Angst vor den Kosten. Ich habe letztens gerade ein Interview wieder zum Thema Kosten geführt. Da hat jemand eine Rechnung bekommen, musste 2.500 Euro mehr bezahlen und sagt, ich kann das nicht bezahlen. Oder eine Bäckerei, die dann auf einmal 30.000 Euro mehr bezahlen soll. Wie bekommen wir als Land, als Deutschland, wo auch das Land Brandenburg, diese Kosten wieder in den Griff? Naja, es kann ja nicht sein, dass wir hier beim Ausbau der erneuerbaren Energien führend sind, praktisch fürs ganze Land, für die ganze Bundesrepublik, und dann aber die höchsten Strompreise bezahlen. Das kommt doch nicht zusammen. Und da sind wir in einem Kampf, wo wir sagen, naja, schadet vielleicht nicht, wenn die Bayern ein paar Cent mehr zahlen und wir dann ein bisschen weniger. Weil wir haben uns nicht verwehrt beim Thema Ausbau erneuerbarer Energien und sind führend. Aber dafür wollen wir jetzt auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Dann sage ich herzlichen Dank. Es war eine spannende Veranstaltung und wir haben gleich noch einen Gesprächsgast. Sonja Eichwede ist jetzt bei mir, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der SPD. Auch hier natürlich aus der Region, also des Wahlkreises Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark 1, Havelland 3 und Teltow-Fleming. Ja, Ihr Gefühl nach dieser Veranstaltung, gut besucht bis zum letzten Stuhl, war alles besetzt. Lars Klingbeil, den erleben Sie öfter im Bundestag natürlich und als Parteivorsitzender ohnehin, musste viele Fragen beantworten, aber nicht nur er, auch Erik Stohn und Sie. Was hat Sie heute, ja, was hat Sie inspiriert, besonders berührt bei dieser Veranstaltung? Ich glaube zunächst mal, es ist wichtig, dass wir gesehen haben, Sie haben angesprochen, viele Leute waren da, viele hatten Redebedarf, dass wir immer im Austausch sind und dass Politik, dass Demokratie
ein Miteinander bedeutet, ein Austausch bedeutet und wir diese Fragen und diese Themen brauchen für unsere Arbeit im Parlament, um eben vertreten zu können. Das ist etwas, was mich jedes Mal inspiriert und gleichzeitig auch beeindruckt und in der Arbeit auch bestärkt. Von daher sind es gar nicht einzelne Themen, Krankenhausreform beziehungsweise insbesondere Krankenkassen wurde häufig angesprochen, Bildungspolitik wurde angesprochen. Wir haben viel über Frieden gesprochen, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten müssen. Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen. Was mir aber am wichtigsten ist, ist, dass gerade in so einer Veranstaltung ja diese Gemeinschaft gelebt wird und das wesentlich ist für Demokratie, auch gerade bei uns im ländlichen Raum. Welches Thema liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Sie sind ja auch Juristin, genau wie Herr Stohn. Ist es die Rechtswissenschaft oder ist es vielleicht was ganz, ganz anderes? Wir feiern in dieser Woche 75 Jahre Grundgesetz. Und das Grundgesetz hat am Anfang die Grundrechte, aber über allem thront der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unser Grundgesetz, und das ist eben der Auftrag an uns, die wir Politik machen, denkt vom Menschen her, denkt vom Individuum her, aber das in einem Sozialstaat. Und das ist etwas, was mich als Richterin in meiner Tätigkeit, meiner beruflichen Tätigkeit bewegt und als Politikerin bewegt, dass man eben diesen Zusammenhalt der Gesellschaft im Recht ausdrücken muss, um ihn entsprechend zu gestalten. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser Woche sehr wichtig, aber insgesamt bei unserer Arbeit sehr wichtig. Von daher ist das quasi das Soziale und das vom Menschen her Gedachte, das Inhalt unserer Rechtsordnung ist für mich am wichtigsten. Gar nicht so technisch-juristisches, wo wir jetzt über Bürokratieabbau sprechen können, was wir heute auch gemacht haben, was super wichtig ist, weil das eben zeigt, dass der Staat für den Bürger da sein muss. Von daher das vielleicht nochmal als Thema gesetzt, aber vom Individuum her gedacht. Die SPD heißt ja ausgeschrieben Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Also da ist ja das Soziale genau drin. Wie sozial ist die SPD denn noch? Wie wichtig ist das Soziale der SPD? Ist das immer noch der Leitfaden? In jedem Fall. Muss ich gar nicht viel ergänzen, ohne Frage. Ich kann das vielleicht an mir selbst und an meiner politischen Motivation ganz kurz darstellen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals im Bundestag sitzen würde und diese wunderschöne Region vertreten darf. Was mich aber von klein auf bewegt hat, ist, dass in unserem Land, einem der reichsten Länder der Erde, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, es sehr, sehr stark vom Elternhaus abhängt, wie sich ein Kind entwickelt, welche Chancen es hat, welchen Beruf es später ausübt, ob es studiert, eine Ausbildung macht, was, finde ich, gleichwertig natürlich ist, aber die Chancen, selbstbestimmt zu entscheiden, was zu einem passt und dann eben in dieser Gesellschaft auch finanziell durch gute Arbeitsbedingungen gut bestehen zu können, das hängt zu stark vom Elternhaus ab. Und das ist, finde ich, eine zutiefst soziale Frage, die soziale Gerechtigkeit quasi von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter, das ist in der DNA der SPD. Frau Eichel, Sie haben es ja gerade eben angesprochen, Sie sind stolz darauf, das Land Brandenburg, Ihre Region, über die wir gerade gesprochen haben, im Bundestag vertreten zu können. Wie viel können Sie denn im Bundestag tatsächlich für Brandenburg und für diese Region auch hier, also Teltow-Fläming, machen? Ich kann, würde ich sagen, ich kann viel machen. Was ich dafür aber machen muss, ist sowohl in den Wochen, in denen der Bundestag nicht tagt, ganz viel hier unterwegs zu sein, solche Abende wie heute Abend mit Herrn Klingbeil zu organisieren, im Austausch zu sein, um immer wieder quasi meinen Koffer zu packen, was ich mit ins Parlament trage, und im Parlament dafür werben, dass Themen, die hier bei uns in der Region sehr, sehr wichtig sind, auch gesetzlich sich niederschlagen. Dafür braucht man in der Demokratie Mehrheiten und Allianzen. Aber wenn man zurückguckt, was wir gemacht haben in den letzten 2,5 Jahren, die ja nicht einfach waren durch das Auslaufen der Corona-Pandemie, durch den Krieg, durch die Inflation, die Energiekrise,
Wir haben den Mindestlohn erhöht. Wir haben das Kindergeld hochgesetzt auf 250 Euro. Wir haben das BAföG erhöht für Studierende, aber auch für Auszubildende. Wir haben das Wohngeld ganz anders konzipiert und geschaffen. Wir haben sehr, sehr viel im sozialen Bereich und im Energiebereich auch gemacht mit Hilfen. Von daher ist uns da insbesondere die Mitte der Bevölkerung sehr wichtig. Und da hat man auch gemerkt, dass das bei uns hier in der Region ganz, ganz vielen Leuten individuell geholfen hat. Wenn Sie hier unterwegs sind, auf was werden Sie denn am meisten angesprochen? Welches Thema ist die Nummer eins, zum Beispiel hier in Teltow-Fläming? Was momentan sehr, sehr stark angesprochen wird, ist die Frage des Bürokratieabbaus, dass es zu viele formale Anforderungen gibt, zu viele Anträge, dass die Briefe, die teilweise von Behörden geschrieben werden, nicht verständlich sind für den einfachen Bürger, wo ich auch sagen muss, selbst eben als Volljuristin, als Richterin, ich manchmal zweimal einen Text lesen muss, bis ich genau den Inhalt weiß. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir müssen quasi serviceorientiert sein von der Verwaltung für den Bürger, denn der Staat muss für den Bürger da sein. Was wichtig ist, ist die Rente. Da kann man sagen, wir haben die Rentenangleichung Ost und West jetzt endlich vollzogen. Gleichzeitig ist wichtig, dass wir das Rentenniveau stabilisieren. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch die Bildung und dass wir eben mehr und besser in Bildung, in Kitas, in Schulen investieren. Und da müssen wir eben vom Bund her sagen, da müssen wir mit den Ländern gut zusammenarbeiten, damit wir da auch unterstützen können. Wo stört denn oder wo hilft Europa, weil wir ja auch über die Europawahl heute sprechen? Europa ist unglaublich wichtig auf der einen Seite für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die jüngere Generation. Wir sind in ganz Europa zu Hause, wir können in ganz Europa arbeiten. Europa ist wichtig im Sinne, wie wir kommunizieren heute, die Regelungen, die wir im Internet haben, dass quasi der Hass und die harte Auseinandersetzung, die sich dort breit gemacht hat, dass wir dem Herr werden. Das können wir nur in einer gemeinschaftlichen europäischen Lösung. Europa ist wichtig bei der Frage von Lieferketten gegen Kinderarbeit. Wir haben ein deutsches Lieferkettengesetz, aber wir müssen auch da weiterdenken. Wir müssen gucken, dass das nicht zu bürokratisch wird, die Wirtschaft nicht zu doll belastet. Aber es ist nicht richtig, dass nur in Deutschland Firmen zu etwas verpflichtet sind und europaweit nicht, weil das dann auch wieder in Standortschwierigkeiten in Deutschland ist. Von daher, bestimmte Dinge in dieser globalen Welt müssen wir über unsere deutschen Grenzen hinaus denken, im Sozialen, im Wirtschaftlichen. Und da ist Europa sehr, sehr wichtig. Wir müssen zugleich aber auch immer gucken, dass es nicht zu bürokratisch wird, damit es eben handhabbar ist. Und ich würde nicht sagen, da stört Europa, aber da kann Europa besser werden. Von daher ist es eben wichtig, mit der Wahl auch in Europa mitzuentscheiden, dass es da auch ein sozialeres Europa noch gibt. Dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie auch hier waren, die drei SPD-Mitglieder, die aufgetreten sind, also von der obersten Parteispitze bis runter direkt hier in die Region, aber der Landtag, der Bundestag, alles mit dabei. Also Politik total, könnte man sagen. Und das haben Sie auch bei uns wieder erlebt in Politik in Brandenburg. Heute kamen wir aus dem Kulturzentrum Das Haus in der Kastanienallee 21 in Niedergörsdorf im Ortsteil Altes Lager in Teltow-Fläming. Ich bin Andreas Dorfmann. Bleiben Sie uns gewogen. Sie wissen ja, man sieht sich.